Heute, meine Damen und Herren, wird Großartiges passieren. Heute küren wir den besten Hauptcharakter of all time. Es wird crazy. Die Leute werden sich hassen. Wir machen heute Turniermodus und nicht Imperialismus. Wir machen heute was anderes mit dem gleichen Spiel. Deswegen heute keine Map. Ich benutze nicht das OST von Naruto, um das Ganze einzuleiten. Mit meinem Hintergrund, ihr werdet wissen, welches OST ich benutzen muss. Meine Damen und Herren, willkommen zum absoluten Anime-Hauptcharakter-Turnier. Wir haben uns 32 Teilnehmer. Es ist sehr, sehr crazy. Wir werden spinnen, um zu sehen, wer zuerst antreten wird. Wir haben Turnier der Kraft-Vibes. Ich bin gespannt. Eine spontane Idee, kurz gesetzt. Ich begrüße auch alle von Twitter und Instagram, die neu reingekommen sind. Die Regeln sind oben. Wir haben alles gerade spontan gemacht. Ich würde sagen, wir schauen, was das Schicksal bereithält. Oh mein Gott, das kann nicht sein. He's back. Das letzte Mal musste er ordentlich einstecken gegen Bert Holtosama. Mal gucken, wer sein Gegner sein wird. Oh, I don't know, man. Der erste Kampf, meine Damen und Herren. Yuji gegen Leito. Das letzte Mal hat Light ja nicht so gut performt, ne? Und übrigens, für dieses Turnier ist auch ganz wichtig, eventuell müssen wir im Verlauf Kämpfer disqualifizieren, wenn die dann doch zu overpowered sind. Weil, wie immer, ich habe das Spiel selbst vorher nie gespielt und bin so blind wie ihr. Dann würde ich sagen, es ist Zeit für den ersten Kampf im offiziellen Anime-Hauptcharakter Ultimate Turnier, der Kraft-Turnier-Modus Turnier. Oha, Light mit der Aura? Wo hat er die Aura gepult? Er kann kämpfen. Okay, L, habt ihr gesehen, wo er L gerade... Letztes Mal hat er nicht L gezogen. Letztes Mal hat er nicht L gezogen, aber jetzt hat er L im Schlepptau. Das hat er letztes Mal nicht gemacht. Mika... Hat er gerade die Gun gepult? Oh, shit. Misa? Ist es soweit? Hat er sein... Der Countdown. Ist er zu overpowered? Ich glaube, er ist zu overpowered. Muss er jetzt einfach sterben? Okay. Okay, wir haben ein Problem. Chat, wir haben ein kleines Problem. Also, es ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich damit umgehen soll, sage ich ganz ehrlich. Was machen wir denn jetzt? Nee, heute ist nicht Krieg, ist Krieg. Heute sind wir in einem Turniermodus. Das heißt, es muss fair ablaufen. Nein, heute ist kein Krieg, ist Krieg. Die Punkte bleiben, die Punkte kriegt ihr, aber wir müssen für die Zukunft schauen. Er ist nicht OP, er hatte davor Zeit, ihn zu besiegen. Okay, ich sag euch eine Sache. Ich lasse Light unter einem Umstand weiter, okay? Wir machen jetzt eine kleine Testrunde. Ich lasse ihn weiter. Ich will mir das anschauen. Ich will mal anschauen, ob Light das immer polt. Mal gucken, was... Assault-Mode war ja eigentlich immer overpowered. Wir gucken mal, ob er in jedem Kampf das Death Note pult oder nicht. Digga, einfach Black Clover Opening im Internet kommt auch mehr als random, Alter. Digga, Light war einfach overpowered. Wir dachten, er wäre schwach, Digga, wegen Berthold. Nur, er kriegt aber auch einfach keinen Schaden, ne? Guck dir das an. Also, du kannst ihn einfach nicht besiegen. Ja, okay. Nee. Okay, das müssen wir dann tun. Es tut mir leid. Leute, das können wir nicht machen, weil... Wenn wir das machen, dann können wir auch sagen, okay, Light gewinnt das Turnier. Dann können wir uns die nächsten 4-5 Stunden komplett sparen. Wir können uns die nächsten 4-5 Stunden komplett sparen, Digga. Das funktioniert in einem Imperialismus-Setting, weil da der Charakter nicht immer drankommt. Aber in diesem Format würde der Charakter ja immer kämpfen. Das heißt, es ist zu krass. Ich würde Light nicht ersetzen, ich würde einfach Yuji das Freilos hier geben. Ich würde Yuji einfach das Freilos geben und sagen, call it a day. Nein, Eren ist drinne, aber er hat seine normale erste Form. Das ist keine Titanenform. Eren darf drin bleiben. Yuji hat gewonnen. Punkte bleiben an Light, aber Yuji hat gewonnen. So, das heißt, wir müssen das folgendermaßen angehen jetzt. Ich schreibe mir separat auf, dass Yuji weiter ist. Wir machen Light raus und wir machen Yuji raus. Ich würde so verfahren. Es geht, also eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Anfangs Schwierigkeiten passiert. Heißt nur, dass der weitere Teil umso besser wird. Das ist eine Sache, da müssen wir durch. Müssen wir durch. Was? Digga, wisst ihr noch im letzten Video, da hatte Ace auch einfach den Call gehabt. Ich weiß nicht mal, wer es war, aber Ace hat einfach aus so vielen Charakteren das Richtige gecallt. Und jetzt aus 30 Charakteren auch einfach wieder freaking Shinra gecallt. What the hell? Er kämpft gegen, wir schaffen nochmal durch. Er kämpft gegen. Okay, it's Mubu. It's freaking Mubu. Shinra gegen Mubu.
Ja, Mobu hat es im letzten Turnier auch nicht überzeugen können, weil für sein Land kam leider Reagan ran. Heute im Einzelspielermodus hat er die Chance, sich zu redeemen und kann groß erreichen. Shinra auf der anderen Seite ist immer noch sehr, sehr underappreciated, underrated, disrespected. Viele wollen die Greatness von seinem Anime nicht wahrhaben, weil ein wenig Fanservice da drin ist. Na, die One Piece Homies gucken sich Namis Oberweite an, sagen nichts, aber bei Shinra, wenn er mal Tamakis Schlüpper gedroppt wird, dann ist es auf jeden Fall ein Generalverbrechen. Vielleicht kann ja der ein oder andere Charakter in diesem Turnier so ein bisschen von sich, so über sich Werbung machen. Reagan macht noch ein bisschen Push hier. Shinra wurde mit einem heißen Schlitten hergefahren. Okay, er kam sofort rein, Junge. Adora Burst, Baby. Oh, Junge, da wird Adora Burst. Aber Mob mit den Schellen, er ist am Start. Okay, da wird gespinnt, wie noch keiner vorhin gespinnt. Oh, er hat ihn. Ah, Mob, aber nicht so mit dem Damage da, muss man sagen. Shinra hält sich wacker, Mobilität ist da. Oh, da wurde mal das Feuer hier ausgepackt, Alter. Set your heart and blaze like Rengoku, man. Mob kann nur so machen irgendwie. Ich glaube, Mob hat seine eigene zweite Staffel noch nicht geschaut. Ja, das Ding ist, Shinra macht den dreckigen Move, den man auch damals bei Street Fighter oder Tekken gemacht hat. Einfach mal in die Ecke. Oh! Einfach mal in die Ecke befördern, das Knie hat reingehauen. Mob ist hier nicht ganz auf der Höhe. Er weiß nicht, was los ist. Er ist immer noch verwirrt darüber, dass er in der letzten Staffel von Mob Psycho den übelsten Korb kassiert hat. Und Shinra ist bereit, die dritte Staffel anders reinzuhauen. Mit den Beyblade Spin. Und nochmal auf den Boden, Junge. Mob Comebacks, ist es. Was passiert jetzt? Es sind keine Comebacks. Nein! Für eine Sekunde habe ich gedacht. Für eine Sekunde. Oha, Shinra, so Junge. Okay, it's Shinra. Shinra is the winner. We have Shinra als zweiten Einzieher in die nächste Runde. Für eine Sekunde habe ich gedacht, aber es ist dieser andere Vibe. Es ist Chainsaw Man Abi. Chainsaw Man Abi hat durch seine Verrücktheit die Fähigkeit, gegen jeden Gegner hier zu gewinnen. Er kann wirklich gegen jeden Gegner gewinnen, aber es gibt einen Gegner, den er nicht bezwingen könnte. Wenn jetzt Maren hier auftauchen würde, dann würde er sehr verzaubert werden. Der Gegner von Chainsaw Man ist... Oh, oh. Ist es der König? Es ist nicht der König vom letzten Mal. Es ist nicht der König vom letzten Mal. Wir haben das Duell der krassesten Anime-Männer, die es jemals gab. Also wirklich, es gibt keine Charaktere, die epischer und männlicher sind als Denji oder Jotaro. Denji mit seiner Crew? In ein Kratz, hallo? Oh, Denji. Oh, Denji mit der Liane. Okay, ein Dragon Ball Fight. Die beiden respekten ihr Game. Sie powern sich aus, sie respekten ihr Game. So, Chainsaw Man nimmt aber auch keine Gefangenen, ne? Alter, da kann Jotaro so viel... Oh, Manga-Panel! Alter, Denji kann kontern! Denji kann kontern! Aber Jotaro hat ihn in der Ecke. Oh, Bro, er kommt mit Achi? Es ist ein Even Fight. Es kann jeder gewinnen. Ich weiß nicht, wer hier gewinnt. Das ist so ausgeglichen. Denji aber hat den Konter. Jotaro... Er hat Beyblade Spins. Dann dir, Denji. Er hat Beyblade Spins. Es ist vorbei. Denji gewinnt. Er hat Beyblade Spins. Er hat offiziell gewonnen. Es ist unmöglich. Er hat gewonnen, Digga. Es ist vorbei. It's over. Er hat Beyblade Spins. Es ist egal. Jotaro macht ruhig, aber es bringt nichts. Es bringt nichts, Jotaro. Denji hat... Oh, Junge, was für ein Endfight hier. No way. Comebacks die aber nicht... Was passiert hier? Atmen. Atmen, ich hab's euch doch gesagt. Ich hab euch doch gesagt. Ihr müsst mir doch auch zuhören, Guys. Ich hab euch doch gesagt, es ist ein Done Deal. Die Beyblade Spins haben anders reingehittet, Junge. Es zieht weiter ein. Niemand anderes als Dan, Digga. Tja, war das knapp, Alter. Wir gehen rein in den nächsten Fight. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Atmen. Atmen und ruhig bleiben. Wir erinnern uns zurück. Wir haben den König hier. Und der König? Und der König muss respektiert werden. Der König ist aktuell noch Asta. Das muss respektiert werden. Das
Du hättest das Drehbuch auch einfach nicht besser schreiben können. Du hättest es... Oh mein Gott. Ist er der Befreier? Wird er der Befreier sein? Oh, Bro. Er will die Krone. Er will die Krone, die ihm rechtmäßig aber auch gehört. Er will sie haben. Oh, Bruder, ist der Goku Chachi von Shingeki? Da war er mal ernst. Okay. Er geht trotzdem Demon. Er scheißt einfach auf mich. Bruder, er hat sich geheilt? Was ist hier passiert? Er kriegt keinen Schaden mehr, oder? Ich glaube, er kriegt keinen Schaden mehr. Er hat sich auch geheilt gerade. Bruder, Asta, muss man sagen, hält aber auch gut durch, ne? Leute, ich weiß, dass Goku kein Damage bekommt. Ich will den Kampf zu Ende gucken nur. Alles gut. Digga, Asta hat durchgehalten wie ein Champion. Er hat sich wieder geheilt, Bro. Dieser Kampf wird ewig dauern. Dieser Kampf ist wieder nur zu filler Folgen. Wir kommen hier niemals raus. Ey, könnt mir sagen, was sie wollten, aber der Ersteller von diesem Mod ist safe Black Clover Fan zu 100%. Okay, Guys, also... Also, Guys, seien wir ehrlich, wir werden hier 80 Jahre drin bleiben. Das nimmt kein Ende. Okay, warte, wir müssen kurz miteinander reden, Chat. Wir müssen kurz miteinander reden und das kurz hinbekommen, okay? Das hat offenbar nicht geklappt. Wir müssen also bei der Base vom Regel sticken, egal was passiert. Was ist denn eine Alternative für Son Goku hier? Gibt's kein normal OG Goku? Nehmen wir TP Goku? Ah, wir hatten das letzte Mal Goku SS3 genommen, wisst ihr noch? Das war der Goku, den wir genommen haben im Turnier. Den Goku hatten wir genommen, stimmt. Ich glaube leider, TP ist auch... Es gibt keinen Super Saiyan. Also das ist halt Daishinkan Super Saiyan, das ist Majin Goku und SS3. Wenn der König König bleibt, dann bleibt der König eben König. Wer bin ich zu sagen, dass das da nicht passiert? Ja, Base ist Base, aber das gleiche gilt für Asta, ne? Base ist Base, aber, ne? Base ist Base. Ihr sagt Base ist Base, Base ist Base. Keine Ahnung, was passiert. Weiß nicht, ob König wieder König ist. Weiß nicht, ob Son Goku... Bruder, wir sind einfach auf Lysops Heimat. What the hell, man? Er kann das auch, Digga. No way, man. Bitte, Son Goku, ich flehe dich an, Bro. Okay. Digga, das hat er eben aber nicht gezeigt. Das hat er eben aber nicht gezeigt. Junge, Son Goku. Okay. Ey, das ist persönlich geworden. Ich sag nicht so, wie es ist. Das ist persönlich geworden gerade. Das ist so persönlich. Son Goku, Bro. Was? Wieso ist Son Goku immer böse, Bro? Digga, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das ist sowas von persönlich. Also noch mehr kann ich euch nicht entgegenkommen, Chat. Es tut mir leid. Lang lebe der König. Rest in peace, Asta. Du bist dieses Mal nicht dabei. Wir wissen alle, dass du sehr mächtig bist, aber in diesem Modus hast du es leider nicht geschafft. Tut mir sehr leid, aber da kann man nichts machen. Base ist Base. Es ist so, wie es ist. Goku ist eine Runde weiter. Und wir sagen hier, dass wir den guten alten Arsch da, haben wir, glaube ich, schon rausgenommen, Goku rausnehmen. So, wir schauen uns an, wer als nächstes kämpft. Oh, baby. I waited so long for this, man. I waited so long for that. Okay. Okay, ein random-ass Matchup. Wir haben hier Natsu gegen Rimuru. Digga, ich belief in dich, Natsu. Ich belief in dich wie kein anderer. Okay, Natsu mit dem klassischen Kinnhaken. Das ist wohl sein Set. Okay, er hat doch nochmal Feuer am Start. Oh, okay. Der Dragon ist leer. If you wanna see some action, man. Okay, das wird eine knappe Nummer werden hier. Also ich muss auch dazu sagen, die sind von ihrem Movepool ziemlich beschränkt, um das mal so auszudrücken, ne? Also sehr, sehr eintöniges Move. Okay, never mind. Natsu dreht auf. Er dreht auf. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Ich will doch nur einmal bitte nicht. Nimm du bitte. Ich will doch nur einmal bitte. Bitte. Komm schon, Bro. Bitte, don't let me down, man. Don't let me down. Yes, sir. Nein. Bitte nicht. Ja.
The Rock City Boy. Natsu ist weiter. Next Spin, guys. Seid ihr bereit? I have a dream. I have a dream. Wer könnte es sein? Wer wird es sein? Er will kämpfen. Er will so dringend kämpfen wie kein anderer. Er wurde eben gespinnt. Es war falsch, aber er will kämpfen. Jetzt wird ein anderer Wind hier. Jetzt ist es auch für Urameshi persönlich geworden. Season 4 Eren? Ich würde sagen, Season 4 Eren ist okay, oder? Season 4 Eren ist ja auch Baseform. Ist alright, oder? Kann man machen. Das Setting hätte nicht besser sein können. Digga, wie Eren mit seinem schnellen Schwert. Oh, die Raygun, Junge! Eren, kannst du vielleicht noch was anderes machen, außer die Schwerter? Ja, genau, das Sniper-Ding. Mach mal mehr von dem Sniper-Ding. Oh, der Konter. Warte mal, hat er sich gerade geheilt? Ihr habt gewonnen, Chats. Ihr habt gewonnen, Digga. Auto-Heal ist ein No-Go. Ihr habt gewonnen, Chats. Ihr habt gewonnen, Chats. Es tut mir leid, das ist nämlich auf meine Kappe. Wenn Eren seine Freiheit haben will, dann muss er die Freiheit auch ohne Cheats erkämpfen, ne? Es ist so, wie es ist, weil heute, wie gesagt, sonst bin ich der Meinung, Leute, sonst bin ich der Meinung, Krieg ist Krieg, aber wir sind heute nicht in einem Krieg ist Krieg-Setting, wir sind heute in einem Turnier-Setting. Und in einem Turnier muss alles fair ablaufen. Deswegen, Base is Base. Das könnte für Yusuke ganz schön nach hinten losgehen. Ja, Chat, ich glaube, mein Call war doch ein bisschen besser. Ich glaube, mein Call war tatsächlich echt ein bisschen besser. Ja, das sieht nicht gut aus. Also mehr entgegenkommen kann ich euch halt auch nicht. Base, Base. Schreibt Eren auf. Wie wir in Zukunft verfahren wegen Erens Stärke, das müssen wir noch rausfinden. Ich würde sagen, er ist nicht auf dem overpowered Level wie Light, aber das werden wir rausfinden. Vielleicht müssen wir ein paar Regularien anpassen. Boruto, my G, my guy, auch wenn alle dir auf den Sack gehen, Boruto, ich bin auf deiner Seite und ich hoffe, egal wer jetzt kommt, ich werde auf deiner Seite stehen und ich hoffe, egal wer jetzt kommt, Boruto, weil ich einfach dein Bruder bin und bei dir sein möchte, ist mir egal, wer kommt, ich will, dass du jeden komplett zerfetzt. Und wenn jetzt Naruto kommt, Digga, dann weiß ich auch nicht, was, dann habe ich ganz, 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 ganz schlimme Gefühle. Wenn jetzt Naruto kommt, hau ich diese andere 30er Subbombe raus. Aber es wird nicht passieren. Ich schaffe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 andere Realitäten durchgegangen. Dr. Strange, let's go. Bro, wait a minute, Alter. Digga, das kann nicht sein. Das ist ja so geskriptet hier. Ey, das ist ja so maximal geskriptet. Was zum Teufel? Eieieiei. Maximales Skript. Oh fuck, Digga. Er sieht voll stark aus. Nein, Bro. Nein, nicht mit Kunai, Bro. Bro, du nicht mit Kunai. Ja. Oh, ja, genau sowas. Gut ausgewichen, Boruto. Du machst das gut, mein Junge. Du bist ein Champion. Du bist ein absoluter Champion. Jawohl. Der kann auch nichts treffen. Oh, wie er kontert. Hast du auch gekontert? War das deine Move? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Boruto, komm schon. Doppelgänger wie dein Vater. Du machst das gut. Jawohl. Ja, mit... Oh, nein. Fast ist der Naruto connected. Boruto Stream. Wichtig und richtig. Boruto Stream, Baby. Komm schon, Boruto, du schaffst das. Ich weiß, dass du das kannst. Tu es für Neji. Du weißt, was Neji im letzten Turnier alles opfern musste, Boruto. Du weißt es. Tu es für Neji. Tu es für deinen Onkel. Der hat so viel geopfert für dich. Damit du existierst. Ist er zweimal gestorben. Nein. Nein, Boruto, bitte. Du musst es schaffen. Nein. Okay, ich hab mich connected. Bitte, komm raus. Komm raus aus der Ecke. Boruto, bitte. Nein. Bitte, Boruto, bitte komm raus aus der Ecke. Bitte, ich will dich an. Bitte, du kannst es doch schaffen. Ja. Nein, Naruto nicht connected. Oh mein Gott. Was war das bitte für ein Kampf gerade? Es hängt mein Herz überhaupt nicht aus, du, ne? Next Spin, let's go.
Aber wenn ich wählen könnte, ja, wenn ich wählen könnte, wer hier gewinnen darf, ne, dann muss ich sagen, dann würde ich sagen. Okay, dann würde ich sagen, rein in die nächste Runde. Bruder, die Location ist aber auch anders, ne? Location andere Level. Okay, chill, Tanjiro, chill, Bro. Digga, es ist wirklich. Also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber hier sind Manga-Sales im Spiel. Ey, ich komme auf die Musik nicht klar, ne? Ich komme nicht auf die Musik klar. Bro, Ruffy. Nein, die Rifle hat nicht connected, Bro. Die Rifle hat nicht connected. Tanjiro hat keine krassen Attacken, aber er hittet solide seine Schläge. Das ist das Problem. Und er hat den Beyblade-Spin. Nein, Ruffy, bitte, don't do this to me, man. What the hell? Was ist passiert? Wieso hat der Rüstungstag hier auf Full? Schwert ist stärker als Gummi. Seine Reise endet hier. Kein Piratenkönig, kein Kaisertitel. Anyways, es geht weiter. Das Turnier nimmt weiter fort an. Ruffy ist raus. Who the fuck cares, man? Er war zu schwach. Tanjiro Shell waren zu krass. I don't care, man. We go in the next spin and see and watch who will fight. Er hat einiges gut zu machen. Seine Legacy ist ein bisschen beschädigt. Sie wissen nicht mehr, was Aladdin so drauf hatte. Sie wissen es nicht mehr. Aber er hat jetzt die Chance zu zeigen, dass he him ist. Okay, es ist ein interessantes Matchup. Edward Eric gegen Aladdin. Edward, Digga. Beschütze deine Legacy, Bro. Oh, habt ihr gesehen? Habt ihr den Klatscher geahnt? Wie spicy der war? Digga, Aladdin kann ja überhaupt nicht zielen, Junge. Ist er besoffen? Ah, Edward hat nicht die Kaido-Keule connecten können. Oh, jetzt respekten beide ihr Game. Ich glaube, ich habe die dritte Staffel von Magi nicht gesehen. Yuga Aru? Or, I don't know. Ja, I guess Aaron ist zweimal vertreten oder something like that. Sorry. Viele wollen Kiri zu haben für das absolute Matchup. Das wäre jetzt krass, Digga. Wenn das jetzt passiert, das wäre geisteskrank. Nicht ganz. Es ist Guts gegen Gintoki. Gintoki gegen Guts. Ich bin gar nicht mental darauf vorbereitet gerade. Ja, warum so eine traurige Musik? Wird Guts ihn komplett schlachten oder was? Digga, Gintoki geht in den Mülleimer? Digga, Ace, Gintoki chillt bei SAO, weil er in die Mülltonne geht, Bro. Von allen guten Geistern verlassen. Digga, das hat Guts einfach richtig getriggert. Habt ihr das geahnt, wie sehr ihn das gerade getriggert hat? Digga! Was? Er geht in die Ultra Sick Mülltonne? Nein! Bro, was zum Teufel? Ey, durch! Also Gintoki hat ihn wirklich gedemütigt, ne? Hibaki kann auch nicht seine Hits richtig connecten und Dekus Geschwindigkeit und Range. Okay, da war nochmal die Gottesanbeterin. Oh, der Super Saiyan Green. Die Kicks sitzen, Bucky fängt an zu landen. Oh, nochmal doppelt Gottesanbeterin getroffen. Oder Schlange, ich hab's nicht genau gesehen. Oh, Deku mit dem Alabama Smash, nicht zu vergessen. Tanjiro auch ein Meister in dieser Angriff, in dieser Attacke. Head-to-Head-Battle. Head-to-Head-Battle. Deku, Bruder, denk an deine Freunde. Denk an deine Freunde, Bruder. Nakama Power. Bitte, Deku. Denk an deine Freunde, Bro. Ja, nice. Ja. Deku, Comebacks. Anteko left the chat. Meliodas gegen Kaneki. Wisst ihr, was das heißt, Leute? Versteht ihr das? Wir haben einfach das Battle der schlechten Anime-Adaption.
Digga, Kaneki kommt fresh aus dem Opening. Fresh aus dem Opening. Kaneki hat einfach seine Klinkefarbe geändert. What the hell? Black Clover Opening kommt wieder böse rein. Okay, Wasseratmung. Oh, das sieht mir sehr, sehr einseitig aus. Bruder Meliodas, was machst du da? Auf einmal Bundesjugendspiel oder was? Was sprintest du da los? Trimfolger Exxon schreibt, er rennt gegen Kanekis beschissenen Stuhl. Bruder Meliodas, was machst du da? Auf einmal Bundesjugendspiel oder was? Was sprintest du da los? Digga, nein! Bro, die Stuhldiff, Alter! Es ist die Stuhldiff! Er muss weiterkommen, ich brauche den Boro zu streamen. Okay, viele munkeln, dass angeblich Naruto Abi von Gon geklaut haben soll. Wir können diesen Streit ein für alle Mal beenden. Wenn es nicht mit Kämpfen klappt, Digga, Naruto, im Zweifelsfall machst du es mit Worten. Digga, einfach Ichigo-Team, let's go. Naruto, das Ding ist, du kannst erst kämpfen und wenn es dann nicht läuft, kannst du auf Reden zurückgreifen. Aber bitte kämpf erst. Naruto. Huaku. Bruder, Naruto, was machst du? Naruto, Neji ist letzte Woche gestorben, Bro. Neji ist völlig gestorben und du packst das sexy Jutsu aus? Bruder, Naruto, was machst du da? Er hat Schuriken auf dem Boden. Der hat nicht mal das egal, Digga. Der ist so ass. Hallo? Hallo? Tokyo Jutsu? Was passiert jetzt? Was ist hier los? Was ist hier los? Digga, wie lange redet der? Hallo? Bro, was zum Teufel passiert hier gerade? Okay, also weiß ich nicht. Okay, er holt das seine ganze Familie. Das Ace schreibt, das Song und Jutsu war das gleiche über Death Note, bei Light automatisch win. Ja, kann sein, aber Bro, was war das gerade? Naruto hat einfach Gon komplett auseinandergenommen, weil sein Papi ihn lieb hat. Er hat dieses andere Power-Up von Abuelo bekommen, das stimmt, ja. Naruto holt nicht seine Cousins, er holt seine Mama. Es ist soweit. Er kann leider nicht seinen Kampf führen mit dem legendären Black Swordsman, weil er Back-to-Back verloren hat. Kirito hat eigentlich nicht so ein schwieriges Matchup übrig. Was soll Hinata denn machen? Einen Schnellangriff. Was wird er jetzt tun? Was? Ich habe doch nie gesehen, wie er kämpft. Ich habe keine Ahnung, wie er kämpft. Digga, Karas no Koko, Junge. Hinata, er sieht es als Volleyball-Match. Digga, hat er aber auch einen Volleyball dabei oder kämpft er ohne? Digga, hat sie gesehen, wie er hochspringen wollte? Bruder, er kämpft ohne Volleyball. Er kämpft ohne Volleyball. Er kämpft einfach so. Was will er denn tun? Digga, er hat sie gerade gedingst. Er hat sie gebaggert. Oh, Kageyama, Digga. Habt ihr gesehen, wie er gerade gebaggert hat? Bro, er hat ihn krasser gebaggert als Kirito jede Waifu in seinen Spielen. Oh nein, er geht wieder mit Fight im Menü, Digga. Kein Respekt. Da hilft auch Kira das Bagger nicht. Oh, Junge, er kommt mit seiner Schwester an. Wie soll er denn competen? Wie soll Hinata hier competen? Oh, Hinata, so ein Quick-Angriff wäre jetzt aber geil, Alter. Bruder, du musst ihn. Digga, bagger ihn, oder? Komm schon, Hinata, Bro, no way, man! Er wollte den Kopf los machen. Oh nein. Ey, nein, Alter. Nein, Alter. Er hat sich tapfer gegeben.
Er hat sich tapfer geschlagen, kann man nichts sagen. Tapfer geschlagen. Einmal ein Rip für Hinata da lassen, bitte. If you wanna see some action, you gotta be the center of attraction. Bro, Akame kann nicht mehr treffen. Was ist das denn? Guck mal, wie trash Akame ist. Oh mein Gott. Okay, ich halte meine Schnauze. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Ja, ja, komm, Ichigo. Bankai, Bankai, Bankai. Jawohl. Mein Mann, Digga. Jetzt ein paar Getsu-Gaten-Schellen. Ich? Sorry, I was not familiar with your game, man. Digga, was zur Lorde? I know. Ja, aber treffen wir nicht schlecht. Okay. Ich sag gar nichts. Chillige Baseball. Damit, meine Damen und Herren, fällt Ichigo also aus diesem Rad raus, weil er weiter ist. Und, ja, wir haben ein sehr, sehr interessantes Duell, um das mal so zu sagen. Wenn Mare gewinnt, gibt sich 5 Subs. Ey, Digga, die 50-50 nehme ich an, Digga. Und ja, mal gucken, was ist stärker? Die Power von einem Kinderkartenspiel oder die Power von Waifus? Gott, Digga, ich habe jetzt schon Angst vor Yami Yugiko wieder, was für eine Aura er hat. Oh, Zauber deine Zeit, Baby! Digga, er ist ja absolut krass. Digga, wie schnell ist seine Karte? Oh, der Elfenschwertkämpfer. Oh, Digga, die Lichtschnitte. Ne, Lichtschnitte war das nicht. Bruder, er macht auf Fallenkarte. Er hat eine Fallenkarte gelegt, Bro. Er nutzt das ganze Areal. Digga, wie krass ist er denn? Warte mal. Warte mal. Seine Karten ändern sich immer. Heißt das, wenn er irgendwann Exodia hat, hat er gewonnen? Das wäre ja krass. Oh, magischer Zirkel. Unterweltler Boy. Oh, Double. Oh nein, Cosplay. Cosplay Power. Oh, wurde gekontert. Okay. In die Falle getappt. Junge, Yami Yugi ist so krass. Aber ich sage euch ehrlich, Mara trifft zwar nicht viel, aber wenn sie mit ihrem Ass connected, Digga, dann ist es schon viel Schaden. Habt ihr gesehen? Der Ass hat wieder connected. Das ist der Satz, den du nie sagen willst, wenn du in den Knast landest, Digga. Oh, da wurden... Oh, Lichtschwerter festgesetzt. Da wurden einige Spells gespielt. Maybe die Dreams. Waifu Powers sind real, guys. Die Waifu Powers sind actually real. Aber Yugi hat Level 3, wieso macht er nicht Level 3? Ey, ey, wenn er jetzt gewinnen würde, dann wäre das so Anime-like, aber niemals. Digga, die Kuribu save ihn ab. Oh, Yugi, er kämpft. Alter, Digga, Marlon ist einfach komplett hochgehealt, Junge. Ja gut, hier Quatsch, wollen wir gegentesten? Wir machen kurz einen Gegentest. Wir gucken mal, wie gut Marlon sich wirklich schlägt. Weil der Kampf ging ja echt lange, deswegen konnte sie das ja machen wahrscheinlich. Schauen wir mal, was dann du gegen sie machst. Nur vom Damage her. Okay. Ich hätte nie gedacht, dass es passiert, aber der König der Spiele, der eigentlich jedes Spiel beschissen hat, wurde selber beschissen. Yami Yugi wurde einfach selber beschissen. Digga, ich bin auf der Seite des Pharaos und ich sage, die Wette bleibt, Marin gewinnt, aber wir lassen Yugi weiter, weil das so unfair ist. Ja, Ruffy als einziger von den Big Three draußen, das ist schon schade. Wir haben ein neues Wheel. Aladdin, it's Gok. It's Shindra versus Gok. Digga, Goku TP ist auf jeden Fall dabei. Digga, ich sag euch, ne, Shindra hat Eier wie sonst was. Ey, ist das die Welt? Ist das die Hölle, Digga? Ist das dieses Janemba-Ding? Wie krass ist das denn? Ist Goku einfach Heimvorteil? Digga, wohin? Goku einfach Heimvorteil. We might have a problem. Also Chat, so overpowered war das ja auch nicht, ne? Ja, das war Level 3, aber das Level 3 war ein bisschen krasser als so ein normales Level 3. Nein, ich kann jetzt den Goku nicht einfach rausschmeißen, das ist unfair. Wollen wir SS3 Goku versuchen und dann, egal was passiert, let's call it a day? Okay, wir machen, ist zwar nicht ganz Base, aber was sollen wir tun, Digga? Was sollen wir tun, wenn jede Baseform von Son Goku gottlos overpowered ist? Digga, aber wieso macht Shindra... Okay, ich wollte schon sagen, wo ist der Damage? Ja, diese Emotional Bleach-Musik kommt aber auch anders, ne?
Digga, technisch gesehen sollte Shinra schneller als Goku sein. Technisch gesehen juckt das Goku kein bisschen. Aber komm. Oh! Er hat Goku nicht gedribbelt. Digga, Shinra holt das. Ich sag euch, Shinra holt das. Shinra holt das, Junge. Oh, das war der Punch. Shinra hat noch eine Chance. Oh, Breakdance Move. Oh! Komm schon, fairer als das wird's nicht. Mehr kann ich auch nicht tun. Es gibt keinen Goku Classic. Goku Classic existiert nicht in diesem Spiel. Fairer Kampf. Ich fand, das war ein fairer Kampf. Kurz mal als kleine Erinnerung. Eren ist derjenige, der aktuell in diesem Turnier am meisten gehasst wird. Alle behandeln ihn scheiße und tun so, als ob er sich diesen Platz nicht verdient hätte. Und ich bin dafür, dass Eren sich das seinen Platz verdient. Und dabei sehen wir, welchen Gegner er treffen wird. Aladdin. Es ist Er gegen Aladdin. Bro, Aladdin duckt sich einfach. Oh. Ey, Aladdin, ich würde kein Level 3 von Aladdin zulassen. Er kontert Aladdin mit Aladdin? Bro, was zum Teufel? Was zum Teufel? Das habe ich ganz vergessen. Er kontert Aladdin mit Aladdin. Digga, er kontert Aladdin mit Aladdin. Ist alles vorbei. Er pullt die Rifle! Er pullt einfach die Rifle, Digga! Shit, man! Aaron, es ist nicht der Zeitpunkt, um niederzuknien! Bitte mach irgendwas! Du hast Level 3! Mach irgendwas, bitte, Aaron! Aaron? Freiheit? Willst du sie nicht? Bro, hör auf zu snipen! Du bist ein Titanmann! Das Kai? Jiu! Geh aus der Ecke raus! Das ist keine Freiheit in der Ecke, Aaron! Nicht in der Ecke! Da ist keine Freiheit, Bro! Jawohl! Oh nein! Aaron! Du hast Level 5! Pull die Rifle! Irgendwas, Digga! Tu was! Ulti! Nein! Digga, ich wollte schon sagen. Okay, es ist Bark gegen Naruto. Das letzte Mal haben wir gesehen, dass Naruto komplett versagt hat. Er hat komplett versagt, aber das Tokunjutsu kam anders reingehittet. Auf der letzten Ebene von Einkrat. Digga, Naruto, bitte. Ich schwöre, mit Kunais kommst du hier nicht weit. Bruder, das ist Baki. Der juckt sich nicht, ob du einen sexy Jutsu drauf hast. Ja, Baki juckt sich doch nicht. Naruto, Digga. Naruto, no. Hör auf, Naruto, kämpft doch gegen ihn! Bitte, mach nicht mit so gottlosen Methoden! Naruto, Bro! Ich hoffe, bist du auf noch Tokunjutsu noch? Das wird nichts. Naruto ist es nicht, Digga. Er trifft nicht mal seinen freaking Rasengan. Nein. Nein. Warum redest du nicht? Der nächste, der Big Three, verabschiedet sich hier. Er wollte Sexy Jutsu machen. Er wollte gar nicht kämpfen. Er hatte nicht die Eier gehabt. Okay, mal gucken, auf wen Ichigo trifft. Oh, baby, man, we have a match for the history books. Was zum Teufel? Ichigo gegen Huge, da. Das ist ja mal geil. Itch versus Huge. Battle of Peak. Es ist Battle of Peak, man. Oh, Yuji Heimvorteil! Yuji Heimvorteil! Oh mein Gott, Digga! Oh oh, Yuji hat einen heftigen Heimvorteil. Oh, Digga, hast du gesehen, wie der ausgewichen ist? Oh, Getziger Zeit ausgewicht. Ah, Yuji, das sieht ein bisschen scheiße aus, was du da machst, Digga. Das wird Zwiebeln. Das wird Zwiebeln. Das wird richtig Zwiebeln. Oh, er geht was zu Lorde. Das wird so zwiebeln, Digga. Das wird so schmerzvoll werden. Ja, das habe ich mir nicht gedacht. Das auch. Der Heimvor... Oh, aus... Ja, es ist, Also, es ist auf jeden Fall eine... Es ist auf jeden Fall eine Baseform, die nicht ohne ist. Okay, Boruto gegen Dench. Boruto, Digga. Ich
bin dir ehrlich, Boruto, du bist derjenige, an den ich am meisten glaube aus diesem Turnier. Du bist der, an den ich am meisten glaube. Bruder, was? Er kriegt einfach Boost, weil er an den Tits denkt? Breed, Digga. Du bist Breed, bitte. Ich schwöre, ich hoffe so. Digga, lass dich doch nicht so kontern, Breed. Nicht gegen Dench. Ja, 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 so ein Ding ist das. So ein Ding ist das. Komm schon. Boruto kämpft sich zurück. Boruto. Er kämpft sich zurück. Ja, ja, genau so. Genau. Digga, Boruto, zur Not machst du wie dein Vater mit Tokenjutsu zum Ende, Digga. Ist mir auch egal. Ja, ja, ein bisschen so mit deinen Cousins, Digga. Genau, genau so mit deinen Cousins, Bro. Mach weiter so. Ah, nein, 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 Dench, Digga. Nein, Dench. Bro, er bringt einfach noch Power rein. Bro, was? Er hat einfach seine Leiche geemotet. Es ist doch nicht vorbei. Kirit was nuts, Digga. Ey, bitte. Ich muss. Also, ich kann nicht schreiben, dass Kirito der Beste ist, Digga. Bitte, bitte, Natsu, Digga, beerdige ihn. Digga, Natsu ist richtig sauer, Digga. Er hat auch erste Stamm von SAO geguckt und fühlt sich verarscht. Guck. Bro, Digga, da hilft doch kein Heathcliff. Junge, Natsu ist das scheißegal. Ja, war ja klar, dass Kirito mit zwei Schlägen wieder ausgleicht, ne? Ich hasse ihn so sehr. Nein, er ist nicht müde. Nats macht das, Junge. Nats, Baby. Nats, Baby. Nein, das ist nicht Kirit. Hey, Natsu, hallo. Ja, genau. Nochmal so ein Ding. Nochmal so ein Ding, Digga. Nochmal so ein Ding. Kadeno. Nein, es hat nicht connected. Bruder, ich hab richtig Schiss gerade. Bruder, das ist der scheiß Kirito, Junge. Gintoki vs. Jam, Digga. Gintoki vs. Jam. Bruder, Gintoki wird ihn wieder so ehrenlos trollen, bestimmt. Weißt du, was geil wäre, wenn Gintoki einfach auch die Duel Discs auspacken würde und auch einfach mit ihm sich duellieren würde? Das wäre funny. Mir fällt aber gerade auf, dass es gar nicht Yugis echte Stimme ist, glaube ich. Oh nein, er holt wieder den Hund raus. Ja, yeah, ist es bis jetzt ausgeglichen? Oh, das war's. Oh, Comebacks? Der zwiebelt. Oh, in der Ecke, böse. Oh, der hat gezwiebelt. Oh, Beta, Digga. Hat er noch nie gepult. Hast du nicht noch eine Karte? Letzte Karte, Yugi. Deine letzte Karte? Irgendwas? Siege von Audi Kalkos? Willkommen zum letzten Kampf in dieser Runde. Ken Kanage gegen Tench. Kench gegen Tench. Kench gegen Tench. Digga, Tanjiro, ich hab so dich beliebt. Ich hab so dich beliebt, Tanjiro. Du musst jetzt weiterkommen, dass ich nochmal daran glauben kann, dass du gewählt wirst. Du musst weiterkommen. Wird der Stuhl eine Rolle spielen, ist die Frage, die wir uns alle stellen. Eine gute Animation gegen eine böse, das stimmt, Adi. Gegen eine schlechte Adaption. Ey, Tench, das kannst du nicht machen. Ich hoffe, seit vier Kämpfen auf dich. Das kannst du nicht bringen, Tench. Jawohl. Jawoll, Digga. Tench, Baby. Level 3. Auch chillige Musik aus Budokai Tenkaichi 2. Tench, Bro. Tench. Tench, Baby. So will ich das sehen. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und gehen sofort rein. Okay, Baki ist heiß. Baki ist richtig heiß. Er ist richtig heiß, hier zu kämpfen. Es ist no one other als eben Dench. Okay, ja, also ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir nehmen den Bug, lassen ihn gegen Dench kämpfen und überlegen danach, was wir machen. Vielleicht gewinnt Bug hier. Vielleicht gewinnt er ja. Man weiß ja nie. Vielleicht gewinnt er ja. Back? It's back, boys. It's back, bro. It's back. Doch nicht unfair, guys. Es ist nicht unfair. Unfair. It's back, guys. Yes. Digga, egal wer. Ey, ich bin jetzt Team Magi. Ich will das Alert. Tench richtig auseinandergenommen. Ist mir egal. Ich bin Team Magi. Best of three ab Halbfinale, guys. Bei den letzten vier haben wir noch gesagt. Wenn Aladdin gewinnt und er danach im nächsten Kampf nochmal gewinnt, also nicht das Turnier gewinnt, sondern nur Halbfinale übersteht. Wenn Alert hier gewinnt und danach Halbfinale übersteht,
dann gebe ich dieses Jahr dem Magi-Manga nochmal eine Chance. Fuck it. Wenn Alert gewinnt dieses Jahr Magi-Minuten. Wenn Alert gewinnt dieses Jahr Magi-Minuten. I don't fucking care, man. Zwei Kämpfe, ich lese Magi-Manga, ein Kampf, Magi-Minuten. Im Turnier der Kraft-Arena. In der Turnier der Kraft-Arena. Nimm ihn auseinander. Nimm ihn auseinander, komm. Alert, Bro. Alert, ja, Mann. Hol auch Eden raus, wenn es sein muss. Ist mir egal. Also, ich sag euch ehrlich, eben hat er stärker gekämpft, ne? Alert, Baby. Alert. Oh, scheiße, das wird echt knapp, Alter. Ey, er nutzt... Tanjiro hat gerade den Drop von Aladins eigenen OST genutzt. Er hat den Drop von seinem eigenen OST genutzt. Wie disrespectful kann man sein? Tja, was soll ich euch sagen? Was soll ich euch sagen? Ja, Tanjiro will auf jeden Fall, dass ich schöne Nächte hab. It's Tanj, baby. Okay, Kirit gegen Ichik. Also, eigentlich sind alle Tweets bis jetzt alright, nur Ichigo scheiß bisschen rein. Ichigo sag ich schon, Kirito scheiß bisschen rein. Digga. Okay, it's over, bro. It's over. Er ist einfach zu Hause. It's over. It's over. Das war's. Versuch gar nicht, Kirito. Kannst du nach Hause fahren. Kannst du Kirito, brauchst keine Wife holen. Kannst du sofort ausloggen. Ist egal. Mach ruhig. Versuch. Versuch. Ist egal, bro. Wirklich. Eigentlich egal, wer gewinnt, aber ich glaube, Son Goku hat bessere Chancen, den Arsch von Kirito zu rasieren. Und das ist gerade das Wichtigste für mich. Ich glaube, da hilft Yugi auch nicht die beste Karte aus seinem Deck. Bitte Goku jinxt mir die... Hab ich ihn gerade gejinxt? Digga, ich habe ihn nicht gejinxt, oder? Oh mein... Er hat seine Ulti gecountet, aber Yugi hat doch eine Fallenkarte gehabt. Okay, so, damit gehen wir ins Halbfinale. Im Halbfinale haben wir Best of Three Kämpfe. Also lassen wir den Kampf quasi durchlaufen. Egal wer kommt, auch wenn es Kirito ist, will ich, dass ein Arschloch wird. Ja, jetzt kommt der, Digga. Jetzt kommt der, ne? Goku vs. Tench, Leute. Es ist die letzte, eine der letzten Wetten, eine Halbfinal-Wette. Du bist 1A-Beispiel gegen Glücksspiel. Ey, Digga, ey, was soll ich machen, Bro? Was soll ich tun? Best of Three. Goku mit weitem Abstand. 500.000, Alter. Digga, mit dem Dubstep, Alter, kann man es auf jeden Fall angehen. Digga, die nehmen das Halbfinale aber anders ernst, Bro. Tanj vs. Goku. Junge, gefühlt, Musik ist schneller, die Charaktere sind auch schneller auf einmal. What the hell? Alter, die nehmen das ja richtig ernst. Alter, Margin Explosion, okay. Tanj mit dem Block. Oh, die Beyblade Spins. Oh, Tanj bis in die Oberhand. Tanj hat die Oberhand. Oh, Jump into. Oh, okay, nice connected. Oh, Bruder, der hat gezwiebelt. Ein Kampf auf Augenhöhe. Ist unglaublich. Oh, das war gut für Tanjiro, dass er nicht getroffen hat. Oh, Bravey. Tanj, Alter. Tanj ist anders unterwegs. Okay, erste Runde geht in Tanj. Noch ist nichts verloren. Oh, okay. Son Goku sauer wieder in die Lage. Er haut hier direkt rein. Okay, er geht ein bisschen mehr auf Abstand mit Key Blast. Hat gelernt. Das Problem ist, wenn du zu nah an Tanjiro gehst, dann kann er halt seine Zähne benutzen für seine Wasseratmung. Und dann ist er sehr gefährlich. Oh, das war ein starker Block. Aber Goku ist hier viel besser unterwegs. Oh nein. Ja, der Wasserdrache hat er von Zabuza damals gelernt. Der ist hart. Sofort wieder back in game. Son Goku hat von Vegeta gelernt. Margin Explosion. Jetzt ist wieder even. Son Goku kann nichts hitten. Wenn er hittet, Tanjiro sofort am Blocken. Ist es ein Back-to-Back-Sieg für Tanjiro? Wenn Goku kein Ass hat, war's das. Er braucht einen... Oh, okay. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht aus. Da waren starke Hits dabei. Tanjiro sofort mit dem Konter. Wenn der connected hätte. Der Beyblade-Spin. Böse. Nice ausgewichen. Nochmal nice ausgewichen. Okay, Comebacks. Maybe. Kiblas auf Edenus Bruker Tenka G2. Tench Convex. Okay, wir haben ein 1-1. Wir haben ein 1-1 knapp, aber wir haben ein 1-1. Oh, jetzt ist aber Tanjiro derjenige, der ein bisschen sauer ist. Tench ist eben sein Tod gesprungen, das stimmt da. Son Goku hat gelernt aus dem Kampf vorhin. Er muss ein bisschen auf die Taktiken gehen. Tanjiro kann nicht fliegen, das ist seine Waffe.
Oh, ich glaube, Son Goku hat Tanjiro ausgeguckt. Oh nein, Zabuzas Technik wieder. Oh, er kommt auch sofort mit seinem Stuff. Aber der zieht leider nicht so gut wie die Attacke von Tanjiro. Ist aber auch schwer, das zu hitten von Tanjiro, die Attacke. Son Goku nochmal in die Ecke. Die guten alten Taktiken. Oh ja, er hat den absolut im Schwitzkasten. Oh, Tanjiro ist raus. Und er connectet direkt. Er connectet direkt die nächste Attacke. Aus der Attacke raus und connectet. Oh boy, wenn jetzt nicht was passiert, dann war's das. Wenn jetzt nicht ein Wunder passiert, dann... Oh, wieder die Ecke? Ist es die Ecke? Es wird nicht landen. Oh, er wäre fast wieder reingesprungen. Er hätte fast den Bait gekauft. Es ist Tench. Das war ein Halbfinale, was auf jeden Fall in sich hatte. Kann man sagen, was man will. Also, da ging auf jeden Fall einiges ab, du. Damit kommen wir zum zweiten Kampf des Halbfinale. Und zwar Kirit vs. Beck. Wenn Kirito hier gewinnt, dann haben wir wieder ein wiederholtes Battle of Lisa. Ein weiteres Battle of Lisa. Okay, ich hoffe wirklich, dass Baki dafür sorgt, dass wir nicht das Finale sehen, was keiner sehen will. Kirit, sein Ass wird gebackt, Alter. Oh, Bruder. Okay, Baki. Alter, er nimmt ja komplett persönlich. Oh nein, hör auf. Immer wieder dieses Menü. Alter, gefühlt sind seine Schellen stärker als eben, ne? Was ist denn los, Alter? Der ganz andere Schellen auf einmal drauf. Ey, immer wenn ich sage, dass Kirito am Verlieren ist, immer macht der Comeback. Ich schwöre es dir. Seit 4 Stunden. Immer wenn ich sage, Kirito, er bekommt seinen Arsch versohlt, immer wieder macht der Comeback. Digga, Baki hat einen Trainingsakt gehabt. Keine Ahnung. Ist der gleiche Baki, aber er hat einen Trainingsakt gehabt einfach. Nein, nicht wieder. Nein, das kann nicht sein. Nicht noch. Nein, das glaube ich nicht. Ey, wenn das jetzt passiert, ne? Ruhig bleiben. Ich weiß nicht, Baki hatte legit Trainingsakt gehabt. Also. Seine Schellen... Guck mal, was er macht. Das hat er noch nicht einmal einziges Mal heute gemacht. Also seine Schellen waren eben nicht so krass. Comebacks? Nein, ich habe eben auch dran geglaubt. Back hat sein Ass gebackt, Bro. Ja, der Ass wurde gebackt. Der wurde so weggebackt, der Ass, Alter. Nicht mehr normal. Guck mal, er versucht noch so, aber es ist over, Bro. So over, ja komm. Aber es ist egal. Es ist egal. Der Ass wurde gebackt, Digga. Finale! Oh! Okay, wir haben Back vs. Tench. Feine, Guys. Das Feine. Wir sind endlich hier. Wir sind endlich hier. Back vs. Tench. Nein, kein Best of 5. Best of 3. Wir machen ein Best of 3 ganz knackig. Ihr wisst, Tench hat mich sehr, sehr stark verraten heute Abend. Sehr, sehr oft. Und Back hat oft gezeigt, dass er für die Anime-Community bereit ist zu kämpfen. 390.000 für Back und 430.000 für Tench. Also wegen Tweets sind wir abgesaved. Ich sag euch ehrlich, weil... Ob jetzt Tench oder Back gewinnt, ist egal. Hauptsache nicht Kirito. Ihr könnt jetzt schon mal Tweets vorbereiten für mich, die ich gleich so abschicken muss. Zu Baki oder zu Tanjiro. Wenn Tanjiro gewinnt, müssen alle einen Tanjiro X Nezuko Bild dazu posten. Nee, lass mal. Ey, ich würde noch eine Sache hinzufügen, Guys. Ich würde noch eine Sache vorher hinzufügen. Wir machen alle Dings, Digga. Wir machen alle Profilbild. Wir suchen vorher ein Bild aus und nehmen alle das gleiche Profilbild zum Posten, Scheiß. Für einen Tag lassen wir das Bild dann online. Das würde ich voll geil finden. Wenn Demon Slayer gewinnt, Demon Slayer Minuten. Oha, die Map auf einmal so klein, what the fuck? Alter, Baki ist so ein personal shit. Ach, das ist der Ort, wo Sasuke gegen Kinshiki gekämpft hat. Alter, Tanjiro ist so ein ehrenloser, ne? Er hat mich so verraten heute, ne? So sehr, und jetzt haut er die alle kaputt. Ja, Digga, es ist Tench, Bro. Junge, wenn das ein realistischer Kampf wäre, dann würde Baki Tanjiro auf den Boden schicken, bevor der sein Schwert zieht. Hey, Baki, kriegst du nochmal zurück? Alter! Oh nein, es reicht nicht. 1-0 Tench. Realistisch würde Tanjiro Baki one-shotten? Nein, Digga, never. Best of 3. Tanjiro hat einen Sieg. Oh, connected! Ab hier ist der Kampf aufgrund von Copyright-Problemen ohne Sound, dafür im Schnelldurchlauf. Ja, ich weiß, Vorsicht auf der Timeline. Ich
Ich zicke auch extra nicht auf neue Tweets anzeigen. Ace hat einen Tweet reingeschickt. Was kann man noch dazu schreiben? Habt ihr noch eine Idee? Das ist ein perfekter Tweet. Seid ihr bereit, Guys? So, kann der so raus? Talion ist der geilste und hoch hinaus der beste Anime Protag of all time. Mit seiner Wasseratmung. Jeder andere ist ganz und klar purer Rotz. Dungeon ist mit Abstand der beste Anime-Hauptcharakter. Also der Dieb. Okay, das ist der gleiche Tweet nochmal. Ja, Digga. Das Ding ist, für Sieden. Digga, für Sieden ist es doch einfach ein normaler Tweet. Für Sieden ist es wirklich einfach ein normaler Dienstagabend, normaler Tweet. Ganz normaler Tweet. Hat sich nichts geändert. Wenn man eine Debatte über den tiefgründigsten und besten Anime-Manga Main-Character aufnimmt, hört man fast immer nur Guts oder Torfin, aber wir wissen doch alle, dass es Tanjiro ist. Nach langem Überlegen bin ich jetzt zu dem Schluss gekommen, dass für mich Tanjiro der tiefgründigste und bestgeschriebenste Protagonist ist. Alle anderen sind nur mit dem Maß oder Schmutz. Das ist so... Oh, Digga, meiner Bro, what the hell, Alter? Ey, das ist so bodenlos, Digga. Einmal kurz einatmen und schon habe ich erkannt, dass Tanjiro mit Abstand der tiefgründigste und beste Anime-Protag ist. Change my mind. Okay, Guys. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Stream. Cool, dass ihr dabei wart. Geil, dass wir das so spontan gemacht haben heute. Auch mal cool. Sonst folgt mir gerne auf allen Plattformen. Ich bin auf Twitter, habt ihr ja gesehen, Ruffy17, Instagram Ruffy17, TikTok RuffyOfficial, Stream, YouTube wisst ihr Bescheid. Macht's gut, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Hallo Ryan.